So, wir müssen das irgendwie hier anders machen mit der Treppe, weil so fucking geht das nicht. Lass mich mal schauen. Diese Treppe darf hier nicht direkt durchgehen. Niet. Die Frage ist, wie weit kann man hier eigentlich noch in diese Richtung bauen? Bis wir aus dem Berg rauskommen. Das würde mich mal interessieren. Weil irgendwo kommt man hier vorne aus dem Berg raus. Und natürlich wird das Ganze hier unten, diese ganze Ecke hier, wird auf jeden Fall zum Arkane-Institut hinzugerechnet. Und wir müssen halt diese Treppen ein klein wenig anders oder ganz gewaltig anders verlegen. So, lass uns was trinken. Ich hoffe, das Quieken heute wird von meinem Bauch jetzt nicht zu heftig. Ja, ich habe festgestellt. Upsi. Hoffentlich kriege ich jetzt nicht auch noch Schluck auf. Das hatte ich neulich. Ja, seltsame Dinge finden in letzter Zeit statt. So, warte mal. Lass mich mal kurz sehen. Da könnte man nämlich auch eine Dreier machen, glaube ich, oder? Geht das oder geht das nicht? Nee, das geht nicht. Wir müssen eine Zweiertreppe wieder machen. Aber wie ich das mache, weiß ich noch nicht. Weißt du, ich baue das hier mal ab. Dann kommen wir jetzt da nicht mehr hoch, aber das ist egal. Ich setze mal hier unten, wenn es geht. Ja, das geht sogar. Setze ich mal das dran. So. Und dann gucken wir mal, ob wir das irgendwie hinkriegen, dass wir dann eine Treppe basteln, die uns nach unten führt. Ja, die Ranken, die muss ich gleich mal irgendwo dran tackern. So. Ja, also manchmal, ne? Du siehst, die Maus schnappt immer wieder zurück. Das ist echt sowas von fucking nervig. Manchmal mehr. Neulich habe ich gedacht, ich hätte es wieder hingekriegt, weil mir jemand sagte, so von wegen, die Rockhard-Mäuse wären inzwischen reichlich staubempfindlich, ne? Und könnte ja sein, dass da was reingekommen ist. Natürlich kann es das. Und dann habe ich mal ein bisschen Druckluft in die Maus reingejagt. Also nicht mit meinem Hintern, sondern mit der Druckluftdose. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass es dann eine Zeit lang gelaufen ist. Aber nö, not really. Ja, also nicht wirklich. So, ja, hauen wir hier doch noch mal ein bisschen was raus. Und graben wir mal runter bis auf das Niveau vom Arkanen-Institütchen. Hier so, tüt. Ja, nö, gar nicht gut. Nicht so übertreiben, Honk. Es ist doch alles gar nicht so schlimm. Sagte er zu sich selbst. Das finde ich gut, sagte er zu sich selbst. Ermahnte er sich selbst zur Zurückhaltung. Warte mal kurz. Warum? Hä? Ach so. Ja, da. So. Ja, jede Menge Quatsch. Ich kann schon mal die Schere hier wieder reinpacken. Ja, jetzt habe ich ja auch noch eine Leiter. Heute, ne? Geht mal gar nicht, der ganze Quatsch hier. Der Schwarzdreck geht nicht klar. Weißt du was? Dann bringe ich mal kurz die Ranken nach draußen. Irgendwo hin. Oder auch irgendwo. Och nee, nicht schon wieder das. Ja, sagte er zu sich selbst, weil er selber verstand. Weil er sich schon selbst auf den Sack ging mit dem Kram. Na guck mal, das ist alles schon hier, ne? Weißt du was? Ich habe eine Idee. Sollte das funktionieren? Ich glaube aber nicht, dass man an Zäune Ranken machen kann. Kann man das? Kann man da Zäune Ranken machen? Nö. Da auch nicht. Scheusee. Auch nicht an Treppen. Vielleicht hier? So unten? Oh, geil. Mach ich das so. Okay, also nö. Also alles andere funktioniert eher nicht. Nö. Nö. Also nur diese Ecke hier vorne geht.
Schade. Das hätte ich gerne gehabt. Weißt du, dann kommen wir hier aber noch. Es ist zwar nur temporär, aber dann ist es erstmal weg. Ja. Diese Bäume hier bleiben übrigens nicht. Ihr wisst, Lollis sind nicht so ganz meins, obwohl das keine richtigen Lollis sind. Aber das ist hier eigentlich nur Holzvorrat. Hast du schon gewusst? Na klasse. So. Sieht hier aus wie Indoor-Urwald. Ja. Jetzt weiß ich wieder gar nicht, was ich schon alles erzählt habe und was nicht, weil ich jetzt schon zigtausendmal mich wieder selber aus dem Konzept gebracht habe. Ach, es ist doch immer wieder fein. Ich liebe mich. Ja, wirklich, ich liebe mich und meine... Ja, ich bin halt der Chaos-Lord. Ist so. So. Ja, nö, hier ist noch genügend Platz hinten, dass man das hier durchfahren könnte, halt die Treppe. Ist dann jetzt ein anderes Konzept, das Ganze. Dann könnte man vielleicht dann da eine Treppe so runterfahren lassen, dass das halt, na, verstehst du, was ich meine. So, wir bauen hier ruhig mal durch und gucken mal, weil der ganze Quatsch hier wird natürlich angebunden. Wir versuchen das möglichst quadratisch praktisch gut auszuarbeiten. Da hinten, wisst ihr noch, da ist auch noch ein Spinnenspawner, ein normaler Spinnenspawner unter der Erde, da wo die Fackeln alle sind. Oder sind das Blumen? Ich habe keine Ahnung. Ja. Wird immer mehr zu tun. Und gerade deswegen auch würde ich es überhaupt nicht mögen, wenn wir mit dieser Welt hier aufhören müssen. Ich hoffe wirklich, dass mein kleiner Trick, den ich mir da zurechtgelegt habe, funktioniert dann später. Denn dann, ja, können wir das Beste aus beiden Welten im wahrsten Sinne des Wortes einfach so haben. So, ich möchte hier nicht viel anbauen, wie immer, ne? Weißt du, haben wir auch schon ein paar Mal gehabt, das Thema. Also möglichst nur drei Blöcke hochbauen, wenn allerdings es notwendig ist und es sich empfiehlt. Also wenn da jetzt ein Block irgendwie ist, der noch fehlt. So, ich werde mal... Ich weiß nicht, wie ich das machen soll hier. Also man könnte es so machen, ne? Dann müsste das da aber raus. Ja, lässt sich machen. Und guck, dann machen wir es nämlich so, dass wir hier einfach abteilen. Dann muss das da oben auch raus. So, komme ich da oben dran? Kann ich das noch setzen? Ah, fuck. Nee, gar nicht gut. Okay, kriegen wir aber. Wozu kann man sich dann hochtreppen? So, ja, das hat funktioniert. Und dann muss das da raus. Ups. Da fällt mir doch glatt die Spitzhacke auseinander. Ah, dieses zurücksnappende Mausrad. Also du merkst das schon, ne? Also, ich erzähle dir hier keinen Scheiß. Ich habe, glaube ich, keine andere Chance, als demnächst mal wieder Geld auszugeben. Ja. Und wie gesagt, ich bin höchst dankbar, wenn irgendjemand hier mit einer bestimmten Marke, mit einem bestimmten Modell von Maus gute Erfahrungen gemacht hat. Einfach mal rüberwachsen lassen. Ich kann das gebrauchen. Weil, ja, ich möchte eigentlich der Firma Rockart nicht untreu werden, weil sie auch hier aus Hamburg stammen. Also das ist dann auch irgendwie Lokalpatriotismus, kann man sagen. Obwohl ich ja sonst von Patriotismus nicht so viel halte. So, da hatten wir schon 5, hier sind es jetzt 4 nur. Ja, das bleibt natürlich oben, ist klar. Haben wir uns nicht anders gedacht.
Ja, ich mache das erstmal hier so jetzt, wie es halt geht, und dann schauen wir mal. So, dass wir halt hier in die Mitte dann eine Tür kriegen. Oh fuck. Naja, noch ein bisschen was ist da. Ja, und ich sehe gerade, ich möchte das vielleicht dann doch anders haben. Da oben müsste sowieso was Neues rein. Weißt du, dann machen wir das doch anders. Ja, erstmal müssten wir sowieso, ich wollte gerade sagen, baden, schlafen gehen. Komme ich letztens immer, wenn ich sagen will, schlafen gehen, dann sage ich mal baden. Oder will ich sagen und halt mich dann gerade noch so zurück. So, nö, dann graben wir hier noch ein bisschen. Bauchknurren. So, dann würde ich sagen, machen wir es so, dass wir hier. Ja, nee, das hatten wir ja immer anders gemacht. Ja. Leave no clots behind and die for it. Ja. So, da unten rein. Und dann machen wir so. Ja. So wie wir das gewohnt sind. Schöner Sonnenuntergang. Macht mein Bauch. Er hat gerade zugestimmt. Okay, 51 Minuten seit der letzten Pause aufgenommen. Ja, also werden wir in der nächsten Aufnahmesitzung hier nochmal bei Stephansburg sein. Ich sag mal, Raspoales Insel kann auch warten, da ja niemand mehr schaut. Da finde ich echt schade. Wäre besser gewesen, wenn das anders gewesen wäre, aber wäre, hätte, könnte, ne? Davon haben wir ja schon genug. Also insofern konzentrieren wir uns auf das, was wir haben. Nette Zuschauerschaft, also die paar, die noch da geblieben sind. Ganz besonders natürlich der Westy. Der freut mich immer, wenn er sich so freut darüber, dass ich mal wieder dieses und jenes gemacht habe. So. Dann würde ich sagen, weiß noch nicht, wie das dann hier läuft, weil da können wir dann natürlich nicht das gleiche machen, ne? Also weil, aber wir können natürlich Folgendes tun. Ja, Entschuldigung, dass ich jetzt wieder alles wegreiße. Will ich das so? Ja, natürlich komme ich jetzt nicht mehr wieder rein. Ist auch klar. Ja. Das war jetzt eigentlich auch nicht so geplant, dass hier irgendwas rausgerissen wird. Aber nun ja. Ui. Ja. Super. Vorsicht, nicht unbedingt das gleiche jetzt nochmal erweitert machen. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich werde hier wahrscheinlich nicht vollständig gesund runterkommen. Naja. So, irgendwie schon. So. Ob wir hier noch hochkommen? Weil hier. Na, es geht doch. Guck mal. Aha. Und dann hier nochmal. Ja.
und eine Schlepp. Und noch eine Schlepp. Und hier eine Schlepp. So. Wie? Naja, das da wird aufgefüllt, würde ich sagen, ne? Sehe ich richtig, ne? Ich meine hier so unter der Treppe. Gut, da könnte man jetzt irgendwelche Bücherregale hinmachen. Warum willst du denn hier alles rausnehmen? Mach das doch lieber so. Auffüllen. Sieht ja keiner, wenn hier Dirt drunter ist. Pfusch am Bau. Das ist sehr schlau. So. Hier noch raus, hier noch raus, hier noch raus. Und dann können wir nämlich hier einfach Vollblöcke davor ziehen. Oder vielleicht sogar das Ganze wieder. Na, hier so. Zack, zack. Fällt ja niemandem auf. Und ihr erzählt es ja niemandem, also insofern. Bleibt das alles unter uns. So, und dann so. So. Ah, das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut, ne. Na gut, dann kommt hier oben ein Vollblock rein. Und zack. Ja, sieht ein bisschen seltsam aus, das Ganze. Ja. Ich werde mir da noch was ausdenken und das ist ja alles im Fluss, ne? Also hier kann immer noch und wird sich immer noch einiges ändern. So, und dann hauen wir hier oben noch mal so dran und so. Und ja, das wird wieder. Ja, ich habe es geahnt. Ich denke mir da was aus. So, dann hätten wir das und ja, mein Mauspad fährt wieder vom Tisch. Moment, Moment, Moment. Aua, aua, aua. Wenn das erstmal unten ist, dann muss ich dann wieder rumwühlen. Besser nicht. So. Garantiert jetzt ordentlich gegen das Mikrofon geknallt. So, dann machen wir hier einfach jetzt so. Ja, genau so. Warum das da oben so aussieht, habe ich jetzt auch keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich, weil ich da oben Treppen reingesetzt habe. Und das passt aber nicht. Komm, dann mach das so. Warte, das können wir so machen, dass wir, ja, ich muss dann gleich wieder nach oben und vielleicht, naja, okay, für die eine Treppe, die da jetzt oben ist, gehe ich da jetzt nicht hoch. Dann machen wir es lieber so, zack. Wobei, halt, stopp, das ist doch alles ganz gut so, naja. Wenn wir das so hinbekommen, dann warte mal, lass noch mal raus hier. Danke. So, und dann da oben dran, na, können wir? Ja, geht, 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 geht und noch mal geht. So. Ja, das da können wir nicht machen. Und dann jetzt hier wieder. Ja, danke schön. Okay. Gut. Ja, da muss natürlich auch noch dann hier unten was rein.